Razzia im Rotlichtmilieu. Der nächste Einsatz für Klaus und Joachim. Familienministerium, Frauenverbände und unser Ordnungsamt arbeiten jetzt Hand in Hand gegen die Zwangsprostitution. Guten Tag. Hallo, guten das Tag. Ist ja schön. Grüß Sie. Ja, wir müssen ja ab und zu mal nach dem Rechten gucken. Was darf ich Ihnen denn zeigen heute? Ja. Sie möchten alles sehen. Kommen Sie gleich mit durch. Gucken wir uns das an. Das werfen wir mal. Ich habe lange Beine, wenn Sie das so wollen. Ja. Hey, wow. Interessieren Sie sich auch dafür? Ja, unbedingt. Ist, aber wir haben noch einen Beamtentarif, das ist kein Problem. Wenn Sie gleich durchgegangen sind, können wir das alles mal besprechen. Ja, können wir machen. Also, aber das haben wir jetzt nicht gehört. Ja, das ist unsere Schönheit. Bis zu 40.000 Prostituierte werden nach Deutschland einreisen, schätzen BKA und Deutscher Städtetag. Ein halbes Jahr vor der Fußball-WM rüsten sich deutsche Bordelle für das Geschäft des Jahres. Wir gehen mal rein, wir gucken mal. Ist ja ein bisschen dunkel, ne? Dunkel? Ja. Wieso dunkel? Ja, ich meine... Ach, das ist doch wunderbar. Es gibt ja auch so eine Helligkeitsordnung für geschlossene Räume. Damit die deutsche Sexindustrie auf den Ansturm von Bordellbesuchern vorbereitet ist, führen Klaus und Joachim jetzt schon wichtige Basiskontrollen durch. Sie sollen es heller machen. Also, was... Jetzt ist hier, das ist halt. Oh, gleich. Klaus, wenn die Aktivitäten, die hier unten stattfinden, deutlich geringer sind als das, was da oben stattfindet, dann. Aber entschuldigen Sie bitte, ist gerade gebohrt worden vor 10 Minuten. Die beiden Ordnungsbeamten sind Teil einer Sondereinheit, die regelmäßig Berufsumfeld und Arbeitserlaubnis ausländischer Frauen kontrolliert. Regelmäßig gebohrt würde. Ja, die wird immer gebohrt. Gebohrt und die Klemmen dort und Rohre verlegt. Und sagen Sie mal, das ist aber auch ein gutes Stichwort, weil hier normalerweise müssten Sie hier ja auch ein paar Hygienevorrichtungen haben. Da kommt ein Bidet hin, ein Waschbecken kommt hin. Kommt, aber wann? Wann? Ja, das erkläre ich dir gleich. Aber wann? Bitte, das BD, das ist zum Füßewaschen. Das haben wir zu Hause auch. Das Geschäft mit der Lust und die unappetitlichen Begleiterscheinungen der Fußball-WM. Zum großen Ärger von Klaus und Joachim wollen ausgerechnet die deutschen Fußballfunktionäre mit diesem Thema nichts zu tun haben. Lass das mal stehen, Klaus. Schon okay. Ich krieg's aber auch nicht mehr aus. Ich stell's mal hier hin. Passen Sie mal auf. Sie machen ganz einfach. Trotz der schönen WM-Stimmung sehen sich die Ordnungshüter gezwungen, die Öffentlichkeit für das Thema Zwangsprostitution wachzurütteln. Während der Fußball-WM soll in Deutschland Zucht und Ordnung herrschen, auch in den Bordellen.